Ich wünsche uns allen einen interessanten Tag, interessante Vorträge und eine breite und interessante Diskussion. Ich übergebe das Wort an Herrn Professor Habermann, dessen Grußworte sicher üppiger ausfallen werden als die meinigen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, willkommen im diesjährigen Forum Freiheit. Zu meiner großen Freude ist auch Otto Solms da als ein überraschender Gast. Herzlich willkommen, Herr Solms. Sonst haben wir hier auch so viel. Der Zweck unseres Forums Freiheit, das wir nun vielleicht schon zum 18., 19. und 20. Mal feiern, ist die Innenwirkung vor allen Dingen. Wir möchten auch Liberale brauchen, nämlich in der derzeitigen Lage Bestärkung. Gegenseitige Bestärkung, man braucht auch Argumente. Es ist nicht so, dass eine Veranstaltung vor Gleichgesinnten überflüssig wäre. Ganz im Gegenteil, auch die Gleichgesinnten brauchen gelegentlich mal eine Information und ein starkes Argument, um im Kampf der Meinungen und Ideen, der gegenwärtig ja wieder sehr im Gang ist, in Deutschland und Europa zu bestehen. Also der Hauptnutzen dieser Veranstaltung für Sie, wofür Sie hier jetzt etliche Stunden aufwenden, sollte sein, Argumente zu bekommen, neue interessante Bekanntschaften zu gewinnen, Freundschaften zu schließen im Rahmen dessen, was man neudeutsch Networking nennt. Perspektiven für die Jugend. Wir haben darum diesmal auch sehr viele, zum Teil sehr junge Referenten dabei. Würde ja ganz unpassend sein, wenn nur dann die bewährten Streitrösser wie Herr Wede, ich oder Herr Eder hier sprechen würden. Es ist also auch ein Podium für die jüngeren Leute hier und darum auch die Überschrift. Einige historische Bemerkungen sind fällig. Es war ursprünglich eine Initiative des Freien Verbandes der Zahnärzte. Da werden Sie sich etwas wundern, was haben die Zahnärzte mit der großen Ordnungspolitik zu tun? Nun traditionell ziemlich viel, denn dieser Freie Verband der Zahnärzte ist einer der wenigen Verbände, die ordnungspolitisch klar aufgestellt sind und ein Liberalisierungsleitbild haben. Dazu gehören dann auch die Familienunternehmer, die ASU, die auch Mitgründer dieses Forums Freiheit sind und eine Reihe von anderen Trägern, die ich hier alle kurz erwähnen muss. Herr Tilgner und Herr Professor Schäfer von der privatärztlichen Verrechnungsstelle, natürlich auch etwas sehr Spezielles. Aber auch interessiert an der Liberalisierung, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern überhaupt. Dann die liberalen Institute in Berlin und in Zürich sind hier vertreten. Wirkliche Säulen liberalen Denkens in der Schweiz, zusammen dann mit dem Hayek Club. Oder hier in Deutschland, hier in Berlin, hier in diesem Hause jetzt, das liberale Institut mit Herrn Döring an der Spitze. Dann das liberale Institut auch in Wien, Hayek Institut in Wien, Frau Kolm. Dann haben wir Students for Liberty hier mit Herrn Röder. Das ist eine ganz tolle neue Organisation, um den Liberalismus an die deutschen Universitäten, die es sehr nötig haben, in dieser Hinsicht zu bringen und speziell an die Studenten, eine echte Jugendbewegung an den deutschen Universitäten, an vielen zumindest, in rasender Expansion und nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, ja auf der ganzen Welt. Herr Röder ist der deutsche Repräsentant und wir arbeiten eng mit Students for Liberty zusammen. Dann die zivile Koalition von Frau von Storch, die ja sehr viel im Internet gemacht hat und nun politisch ja inzwischen sehr exponiert ist in einer neuen Partei. Die Libertäre Plattform, eine etwas radikalere Ausrichtung innerhalb der Naumann Stiftung oder FDP, Freiheitsfreunde, Herr Biedenhorn. Das Familiennetzwerk von Frau Steuer ist hier auch beteiligt, wenigstens geistig, die gegen die kollektivierende Familienpolitik in Deutschland argumentieren und die Familie im echten unabhängigen Sinn als selbstverantwortliche Solidargemeinschaft verteidigt. Dann das Netzwerk Bildungsfreiheit, auch ganz wichtig, eine liberale Organisation zur Verbreitung privater Modelle im Bereich des Bildungswesens. Über das Bildungswesen kann man ja nur Trauriges sagen in Deutschland derzeit. Und das liegt unter anderem daran, dass die Privatinitiative hier zu wenig Spielraum hat, zu wenig Wettbewerb, zu wenig private Anbieter. Und sogar Homeschooling ist in Deutschland mit einem Nazi-Gesetz von 1938 ja verboten. Man da muss also dann seine Kinder in öffentliche Einrichtungen schicken. Dann Institut für unternehmerische Freiheit, Wolfgang Müller macht hier nützliche Arbeit, speziell in der Energiepolitik. Dann eigentümlich frei, der Unternehmensgründer sitzt hier irgendwo, Herr Lichtschlag, ein Magazin, das liberale, libertäre und konservative Strömungen repräsentiert. Man kann hier gut ein Gespräch haben und auch Wirkung erzielen. Wir hoffen ja alle, dass aus der Einrichtung Prometheus, ein sehr ambitiöser Name, nicht?
der den Menschen das Licht gebracht hat, das Feuer, wollen wir das hoffen. Also alles Gute, Herr Schäffler, für Ihren neuen Think Tank. Wir haben auch etliche Haie-Clubleiter. Sie wissen, die Haie-Clubs gibt es inzwischen in ganz Deutschland, etwa 50. Nächste Woche wird in Gießen gegründet, dann kommt Lüneburg. Also von der Ostsee bis zu den Alpen und auch in der Schweiz, in Zürich und in Österreich, in Salzburg und Linz. Alle, mit dem, es sind selbstständige Clubs, selbstständige Einrichtungen, finanzieren sich auch selbst mit der Intention, eben in die Fläche zu gehen und die Ideen des Liberalismus wieder neu von den Wurzeln her zu beleben. Ja, ich darf, also einige Clubleiter sind hier, Frau Kaplitz zum Beispiel, die wird nachher ja auch sprechen, Matthias Still, unsere Hoffnung für Lübeck, Herr Dr. Leder, Achim Hecht, Frau Gantke, sind einige Namen. Herr Treplow ist hier der Filmemacher. CNN und BBC haben sich entschuldigen lassen für heute. Also wir haben dann Herrn Treplow genommen, hat sich sehr bewährt. Ein guter Film, das kommt natürlich da auch YouTube. Sie haben also die Gelegenheit, sich hier durch Beiträge zu verewigen. Frau Horn muss sich entschuldigen, die Vorsitzende der Haie-Gesellschaft, die heute umzieht, nach Zürich übrigens, nach Zürich umzieht und darum heute nicht zur Verfügung steht. Ich darf hier abschließend auf eine interessante Veranstaltung vom Liberalen Institut Zürich hinweisen. Herr Gebhardt, der Chef, Herr Besser, der Chef sitzt hier und lädt hier als Schweizer die Deutschen in Berlin und darüber hinaus ein zu einem Galaabend am 31. Oktober im Hotel Savoy. Was ist der Grund? Der Fall der Mauer. 31. Oktober, 17 Uhr, Hotel Savoy. Ein Flyer liegt draußen, da können Sie sich noch anmelden. Es sind da noch einige Plätze frei. Mit großen Rednern. Václav Klaus zum Beispiel ist dabei und Vera Lengsfeld und der Chef der Ayn Rand, des Ayn Rand Instituts. Und dann noch jemand vom Institut für Wertewirtschaft in Wien. Also ein festlicher Abend, ein Festschmaus geistig. Wenigstens erwarte ich mir das davon. Wenn Herr Bessar organisiert, ist das dann auch zu erwarten, nicht? Ja, meine Damen und Herren, der Ablauf ist dann wie im Programm mit einer Ausnahme, dass Frau Ludwig in den Ferien, ist Herbstferien, das muss man leider auch bei der Terminsetzung in Berlin berücksichtigen, Herbstferien, da ist da die Hälfte der Stadt weg. Dazu gehört eben auch Saskia Ludwig. Wir haben das dramaturgisch dadurch jetzt ausgeglichen, dass Herr Gebauer, der hier der Gesamtmanager ist, der Gesamtleiter, der Maître de Plaisir und verantwortlich für Übergänge, Pointen und intelligente Rückfragen. Herr Gebauer wird mit Herrn Ederer, nachdem Herr Ederer jetzt einleitend ein paar Worte zu dem Thema Nach uns die Sintflut, die Maximen gegenwärtiger Finanz- und so weiter Politik gesagt hat, mit ihm ein intensives Gespräch führen. Ja, dann wünsche ich uns allen hier viele geistige Freuden, Ermutigung, Zuversicht, und der Gewinn, einen geistigen Gewinn vor allen Dingen, vielleicht auch einen menschlichen und sozialen Gewinn. Und übergebe damit an unseren Maître de Plaisir, an auch Mitglied der Haie-Gesellschaft, Herrn Gebauer.